Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute als Protoss gegen einen Terraner. Mal schauen, was wir da anfangen können. Ich habe ja gestern gelivestreamt und da habe ich auch Protoss gespielt im Turnier. Ihr könnt ja in der Turnierserie im Livestream immer wählen, welche Rasse ich spielen soll. Das Ganze wird auch auf YouTube kommen am Freitag, nur mal so als Ankündigung schon mal. Vermutlich am Freitag. Ich hoffe, dass ich es bis dahin hinbekomme. Aber wahrscheinlich ja. Aber gut, wir konzentrieren uns auf dieses Spiel. Ich habe schon mal meinen Pylon zu spät gebaut. Das ist ja schon mal ein klasse Anfang. Ich hätte Lust, einfach mal Adepten zu abusen. Das heißt, wir werden Adept All-In spielen auf zwei Basen. Mal schauen, wie unser Terraner-Freund damit umzugehen gedenkt. Zack, zack. Wir werden auf jeden Fall eine One-Gate-Expansion spielen. So wie wir das immer machen. Eigentlich. So gut wie immer. Es sei denn, wir spielen gegen Protoss. Ich hätte den zweiten Pylon nicht bauen sollen. Jetzt fehlen mir diese 100 Mineralien für den Nexus. Das war ungeschickt von mir. Da bin ich irgendwie noch in alte Muster verfallen. Den Heart of the Swarm brauchte man den vorher. Glücklicherweise kommt der das WBF zu spät, um das Ganze noch zu blocken. Das wäre jetzt die Höhe gewesen. Zack. Zack. So, ja, wie ist das Follow-up? Wir werden gleich die Twilight Council spielen und eine Robo. Ich werde aus der Robo ein War Prisma und möglicherweise sogar Immortals. Ja, ich werde auch ein Immortals mit dazu nehmen. So, aber erstmal holen wir uns hier Mothership Core und Adepten, denn wir wollen uns hier absichern. Der Push kommt ja etwas später. Und wir brauchen was gegen den Reaper. Aber mit den nächsten 100 Gas werden uns hier die Twilight gönnen. Da ist sie schon. Kann jetzt natürlich gescoutet werden, aber was soll's. Er hat ja auch WBF gescoutet. Das spricht eigentlich dafür, dass nicht unbedingt ein Reaper kommen muss. Schauen, ob sich diese Theorie bewahrheitet. Robo dazu. Weitere Adepten bauen und wir werden einen Adepten auf jeden Fall nach vorne schicken. Da jetzt gerade noch kein Reaper kam, werden wir sogar beide nach vorne schicken. So, Upgrade für Adepten dazu holen. Ah, da fehlt gerade noch ein bisschen das Gas dafür leider. So, jetzt ist es da. Was wir auch dringend bräuchten, wären weitere Gateways. Ich baue das jetzt nicht ein. Sowas passiert leider viel zu häufig, dass man sich hier blöd einbaut. Okay, hat die Wall geschlossen. Hat auch noch keine Echse draußen. Viele Marines. Wir ziehen uns mal zurück. Kronorus Immortal. Das gefällt mir hier nicht. Nicht viele Marines hier da hatte. Und wie gesagt, halt keine Echse. Wären das Widowmines? Aber für Widowmines waren das eigentlich zu viele Marines gefühlt. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Scan von ihm. Mal schauen, ob er hier irgendwo ist. Nee. So, Gateways stehen.
haben jetzt hier genug. Haben hier einige Sentries noch dazu. Wir sollten auch dringend hier weitere Pylons bauen. Follow-up wird Zealot und Storm sein. Das sollten wir auch schon mal vorbereiten. Sollte ich noch mehr Worker bauen. So. Und dann machen wir uns, glaube ich, auf den Weg jetzt nach vorne sofort. Pylons sollten kommen. Okay, machen wir uns auf den Weg nach... Oh, klasse. Ich mache mich immer auf den Weg nach vorne, wenn gerade der Angriff vom Gegner kommt. Okay, machen wir uns auf den Weg nach vorne. Nein, ich bin Supply blocked. Scheiß Supply block. Wenn dieser Supply block nicht wäre. Wir brauchen eine weitere Robo. Einen weiteren Observer. Okay, ist egal. Oh, das ist schlecht. Den hätte ich nicht verlieren dürfen. GG. Sehr schön. Hat er selber versucht, der Aggressor zu sein, ist dann in meine Aggression hineingelaufen. Gut. Das gefällt mir doch. Meine Armee war dauerhaft vorne. Er hatte halt auch wenig Worker. Also es war ein sehr merkwürdiger Bild, den er da gespielt hat. Ich mache jetzt tatsächlich mal Folgendes. Ich möchte mir gerne mal anschauen, was mein Gegner da gemacht hat. Und deshalb schauen wir hier mal das Replay. Denn... Das war irgendwie merkwürdig. Die Echse war sehr, sehr spät bei ihm. Schauen wir schnell auf die Production. Und das auch eben anmachen. Aber darum geht es mir ja eigentlich, um die Production. Scout mit dem WBF ist klar. Hat Gas genommen, eins. Jetzt Orbital wahrscheinlich gebaut. Direkt den Reaktor ohne Unit. Dann das zweite Command Center auf dem High Ground. Okay, also er hatte doch ein zweites nur halt auf dem High Ground genommen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen wahrscheinlich. Factory, Kaserne, also es ist, aktuell sieht das standardmäßig aus. Und dann halt einfach gleich mit den ersten beiden Medivacs gepusht, so wie es aussieht, ne? Aber aktuell ist er halt im Income, sollte er deutlich hinten sein. Ja, so sieht es auch aus. Ich habe jetzt hier halt leider verpeilt, weiter Worker zu bauen. Das sehen wir da ziemlich gut. Oh, ich hatte die Echse sogar gesehen, aber dadurch, dass sie geflogen ist, sieht man die immer nur, wenn man sie dann direkt auch ansieht und nicht auf der Minimap. Das ist ja immer so die Sache. Ja, und jetzt kommt er hier gleich zum Angriff. Scout mich hier. Dann schütte die beiden Mewex los. Und ich habe immer das Glück, genau in dem Moment rauszulaufen, wo diese Angriffe kommen.
Jetzt laufe ich, glaube ich, los. Ja, und da kommt der Angriff. Das ist extrem ungünstig. Und dass ich dann jetzt hier auch noch Supply blocked war, macht die Sache natürlich nicht gerade besser. Und dann kam jetzt hier mal ein Angriff. Ich habe defensiv reingeworbt, um hier die Medivacs zur Not aufhalten zu können. Schön die Widowmines gesniped. Zum Großteil jedenfalls. Dann kam er jetzt hier mit seinem Angriff. War schlau von ihm, nicht zu droppen. Wenn er gedroppt hätte, dann hätten meine Stalker hier gut aufräumen können. Ja, die Echse habe ich jetzt aufgegeben. Hatte eigentlich vor, mich zu recallen, aber er hat halt meinen Mothership Core gesniped. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, jetzt habe ich es mit diesem Dings geschafft, über 10 Minuten zu kommen. Trotzdem machen wir hier nochmal eine Partie dran. Und wir sehen uns dann gleich im zweiten Teil der Folge wieder. Bis gleich. Teil 2, diesmal als Protoss. Ich sage jetzt schon mal jetzt noch mit, da hat mein Gegner pausiert und war irgendwie ewig lang weg. Das fand ich nervig, deshalb bin ich rausgegangen. Deshalb gab es hier eine kurze Unterbrechung dazwischen. Unser Gegner ist Zerg, wir sind Protoss. So. Kommt ja heute nicht in den Genuss meines Terraner-Plays, so wie es eigentlich jetzt im zweiten Teil der Folge gewesen wäre. Aber egal. Protoss gegen Zerg. Ja, da werden wir einen 7-Geld-Dollar-Landfall spielen. Ähnlich wie wir das gerade eben schon gemacht haben. Mit ähnlich meine ich fast exakt genauso. Mit wenig Variation. So, zack. Wir werden allerdings wieder eine One-Gate-Expand spielen, ohne zweiten Pylon hier zu früh zu nehmen. Lucky Fun haben wir geschrieben. Soweit, so gut. So, komm. Die hat Mineralien. Jetzt. War scheinbar ein bisschen zu früh unten. Und setzen jetzt den Kybernetik-Kern dazu. Bräuchten jetzt auch den zweiten Pylon. Brauche ich eigentlich auch vorne. Bisschen blöd, dass jetzt meine Probe überhaupt nicht in der Nähe ist, aber egal. So, wir werden gleich einen Adept bauen. Wir werden Warp Gate holen und uns einen Mothership Core holen. Also erstmal hier relativ defensiv alles gehalten. So, Pylon ist da. Das sollte nicht das Problem darstellen. Chrono Boost lassen wir tatsächlich auch gerade auf den Probes. So. Was ich jetzt ganz gerne hätte, wäre eine Twilight Council. Werden wir hier gleich weitere Gateways nehmen. Wir lassen den Adept hier stehen. Blöd ist, dass wir nicht wissen, wo unser Gegner ist. Komm, wir machen gerade mal Folgendes. Wir schicken unser Mothership Core los. Das ist ein bisschen riskant. Denn falls jetzt viele Linge kommen, haben wir keinen Photonova-Charge defensiv. Aber wollen wir mal hoffen, dass das nicht der Fall ist. Dann scouten wir mal, ob er hier ist. Komm, Adept. Okay. So, eine Robo bräuchten wir eigentlich jetzt auch gleich. Okay, hat eine dritte direkt im Bau. So, mutig an der Stelle. Das ist doch genau da, wo ich stehe. Schade ist, dass wir hier wahrscheinlich gleich gescoutet werden. Wir schicken mal hier einen Stalker in den Auftrag. Chrono boost den auch mal mit. Einfach um den Overlord vertreiben zu können, falls er scouten kommt. So. Ich bin hier. Forschung abgeschlossen. So,
Okay. Ist Warp-Ins jetzt gleich möglich? Robo steht auch gleich. Und schon mal zwei weitere Gateways. Mehr leisten wir uns gerade noch nicht, denn wir wollen natürlich auch irgendwie unser Geld schon mal in Einheiten investieren. Mit denen, die wir hier schon bauen können. Ah, ich hätte jetzt allerdings mit Mineralien noch mehr aufpassen müssen. Den ersten Adept nicht bauen sollen. Sentries sind ganz gut zu bauen am Anfang, denn die können natürlich dann währenddessen Energie generieren. Das ist ja nun auch sehr wichtig. So, Upgrade ist gleich durch für Adepten. Jetzt, um genau zu sein. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass jetzt gleich schon Nukas da sind. Das ist nämlich auch was, was die gerne machen, wobei er ja eine frühe dritte hatte. So, wir brauchen auf jeden Fall mal eben Warp Prisma. Das muss oberste Prio haben und dann machen wir uns gleich schon auf den Weg. Mit einem Immortal leider nur. Ich hätte die Robo früher bauen sollen, eigentlich. Und schon mal drei Pylons auf Vorrat. Das reicht mir so. Trotzdem mal Zealot Charge dazu. So, machen wir uns jetzt auf den Weg nach vorne. Okay, jetzt klappen alle aus. Server mit dazu. Und wenn wir über die dritte Basis gehen. Wird es uns natürlich direkt scoutet. Er hat sich hier schon evakuiert. Auch Mars Roach ist gerade. Upgrades? Nee. So, ich habe Zealot Charge dabei. Frage ist, hilft mir das was? Irgendwas. Roach. Wahrscheinlich. Was er hier leider hat. Also. Das Element war natürlich, dass das Warp Prisma gestorben ist. Dürfen wir nicht vergessen, wenn er nicht nur eine vierte hat, dann ist er auch nicht gut saturiert. Ich habe leider aber auch keine Upgrades. Ich will jetzt noch einen Push versuchen und wenn der scheitert, dann ist leider das Match für uns gelaufen. Da sitzt er natürlich jetzt auch nicht das allerbeste gegen... gegen Roaches, aber das Beste, was ich gerade bauen kann. Weil Stalker ohne Blink helfen mir auch nichts. Jetzt haben wir das noch einmal auf dem Weg. Achso, mein Leben für Ayur. Gut. Kommt mit. Oh, wir stehen natürlich wieder in Range des Gegners.
Inzwischen hat er immer noch keine Upgrades. Er hat nicht damit gerechnet, dass wir nochmal einen Follow-Up-Push spielen. Wir versuchen jetzt einmal weiter zu rennen. Er versucht hier gerade seinen Range-Vorteil halt auszuspielen. Versuchen wir auf den High Ground zu kommen. Da bringt ja auch nichts, mein Freund. Das ist ein Westport Roaches. Wenn ich jetzt einen Templars Archive noch dabei hätte. Boah, es reicht aber so. Wow, das war eng. Wir wären jetzt auch in der Main und wahrscheinlich auch in der Natural langsam näher gelaufen, was die Mineralien angeht. Er hat sich am Anfang extrem auf diesen Push vorbereitet von mir. Hat hier Worker gecuttet auf zwei Basen und dann den Push abgewehrt und dann hat er hochgedroht. In diesem Moment kamen wir halt mit unserem Zweitangriff hier. Da sehen wir es, wie plötzlich der Supply hochsprang. Und mit dem konnten wir ihn dann vernichten. Ja, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.